Die Biologie ist die Lehre des Lebenden, des Lebendigen. Was lebendig ist, verschiebt sich, bewegt sich, wird getrieben von Kräften, äußeren Kräften, inneren Kräften, von Energien, die sich pausenlos verändern. Diese pausenlosen, sich verändernden Energien und Kräfte und die daraus resultierenden Wirkungen, die Reaktionen, die daraus entstehen, die versucht der Physiker zu verstehen. Sehr genau mit Computersimulationen, mit hochpräzisen und schnellen Messinstrumenten und versucht sich daraus ein Bild zu machen, wie eine Zelle funktioniert oder wie sie auf äußere Reize reagiert. Die Sichtbarmachung von Coronaviren ist besonders anspruchsvoll, weil die Viren nur ungefähr 100 Nanometer groß sind, weil sie sich sehr schnell bewegen und weil die Bewegungen auf kleinster Skala stattfinden. Wir benutzen ein sogenanntes neu entwickeltes ROCS-Mikroskop, das steht für Rotating Coherent Scattering Microscopy. Und ich möchte die Prinzipien mal ganz kurz erläutern. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt so ein Glascoverslip und da sind jetzt zwei Zellen drauf. Jetzt nehmen wir einen blauen Laser, blaues Licht, weil Sie wissen es aus der Himmelstreuung, da wird am meisten gestreut und dieses Streulicht ist das, was die Information bringt. Wir beleuchten allerdings die Zelle nicht senkrecht mit diesem blauen Laser, sondern schräg. Auch das kennen Sie, wenn Sie Ihre Objekte, wie beispielsweise eine Glasplatte oder ein Weinglas, schräg gegen das Licht halten, können Sie Strukturen viel feiner sehen. Also Kontrast und Auflösung steigen durch diese schräge Beleuchtung. Genau das machen wir. Und dann rotieren wir noch diesen Laserstrahl in einem Azimutalwinkel um das Objekt herum. Das machen wir mit 100 Hertz, also wir haben 100 Umdrehungen pro Sekunde und können dadurch 100 super aufgelöste Bilder von Zellen und Viren erzeugen, ohne dass wir sie mit Fluoreszenz markieren müssen. Und das ist das Besondere an dieser Technik. Nun ist es so, dass wir an diesem Institut mit normalen SARS-CoV-2-Viren gar nicht arbeiten dürften. Wir sind dabei, unsere bestehenden S1-Labore als Physiker-Mikroskopiegruppe teilweise auf S2-Level umzubauen, um dann aber auch nur mit deaktivierten Viren zu arbeiten. Diese sogenannten Pseudoviren haben noch das komplette Virium drumherum, diese Schutzhülle mit den Original-Spikes, die an die AC2-Rezeptoren der Zellen anbinden sollen. Aber im Inneren ist keine intakte RNA mehr vorhanden. Die ist also deaktiviert worden. Solche Pseudoviren kann man sich kaufen und mit diesen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten. Mit unserem neuen ROCS Superauflösungsmikroskop können wir, wie gesagt, 100 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und dann ist es die Idee zu filmen, wie das Virus einen Anbindungspunkt an diese Zelle findet. Mit Anbindungspunkt meine ich einen Rezeptor, den wir auf dieser simulierten Oberfläche von dieser Zelle versuchen zu entdecken. Das heißt, das Virus kommt an und fliegt aber nicht, wie oft im Fernsehen gezeigt, so heran, um dort eine Bindungsstelle zu finden, sondern es hat eine Bewegung, die sehr durch die Brownsche Molekularbewegung dominiert ist. Das heißt, die Bewegung wird, ich kann es gar nicht so schnell machen, mit meiner Hand in dieser Art und Weise stattfinden und dann wird auf diesem Tempo und in Wirklichkeit noch tausendmal schneller das Virus einen Anbindungspunkt finden. Wenn es diesen gefunden hat, wird es weiter wackeln. Es wackelt, also er hat einmal angebunden, wackelt weiter und dieses Zittern wird immer kleiner werden. Und unser Mikroskop ist so genau und so schnell, dass es die Zitterbewegungen bis zum Schluss aufzeichnen kann. Und aus den Zitterbewegungen können wir lernen, wie der Anbindungsvorgang des Virus an die Zelle vonstatten geht. Unser Ansatz ist ein anderer als die Entwicklung von Impfstoffen, weil die Impfstoffe sozusagen eine Schadensbegrenzung oder Schadensbekämpfung machen. Das Virus hat sich bereits vielfach in einer Zelle bis zu tausendfach repliziert und richtet Schaden an, zerstört andere Zellen in der Funktionsweise, speziell in den Lungenzellen oder in den Alveolen. Unser Ansatz ist es herauszufinden oder vielleicht auch zu beeinflussen, wie das Virus überhaupt anbinden und eindringen kann. Wenn wir also in der Lage sind, dieses Anbindungsverhalten, ausgedrückt durch die thermischen Fluktuationen, durch die Zitterbewegung, zu beeinflussen, durch Zugabe von Rezeptorblockern oder durch Zugabe von speziellen Antikörpern, durch eine spezielle Inhalationspräparation von Lungenzellen, was auch immer, wenn wir in der Lage sind, dieses Andockverhalten zu verstehen, dann können wir es vielleicht beeinflussen und dadurch noch früher einen Weg finden, um die Krankheit schon im Keim zu ersticken.